Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren StarCraft 2 Heart of the Swarm Replicas. Wir haben nach wie vor die gleiche Konstellation an Spielern, allerdings auf einer anderen Map, aber nach wie vor in der Ladder. Wir befinden uns auf Vani Research Station und hier oben haben wir den roten Protoss Root Rotterdam. Sein Gegner ist unten der blaue Terraner Complexity Strong Boy. Dieser eröffnet gleich mal mit einem Reaper. Wer in Rotterdam hier ganz normal Gate, Core und Gas hat, was nach dem Core kommt, wird sich jetzt zeigen. Da kommt ein Stalker, da kommt Warp Gate. Einer der beiden baut eine abartig frühe Expansion. Jedoch gibt es auf dieser Map diese hintere Expansion, die praktisch safe ist von sämtlicher Aggression, außer vielleicht von Oracles. Die nimmt sich jetzt Drunken Boy auch. Währenddessen ist sein SCV hier drin in der Basis. Es ist noch da, bevor der Stalker rauskommt. Stalker kommt jetzt raus. Allerdings kann das SCV noch ein bisschen jagen, sollte hier allerdings jetzt dann auf die Jagd nach dem Reaper machen. Weil nur Probes gegen den Reaper, das geht gar nicht so gut aus. Da geht das Reaper in die Eco-Line, schießt die erste Probe an, die wird spät weggezogen und stirbt auch direkt. Das ist schon mal sehr gut für den Reaper. Der Reaper sollte eigentlich keine Probes töten. Jetzt vielleicht das Reaper, gutes Round auf den Reaper, da kommt das Stalker mit dazu. Und er wird easy geclearedhat eine Probe mitgenommen, weiß er nichts von der Expansion. Weil er kann den jetzt auch nicht weiter zum Scouten verwenden. Es ist das für Drunken Boy auf lange Sicht gar nicht mal so gut, dass er den jetzt verloren hat. Ja, die Probe war schön, aber unterm Strich rentiert sich das einfach nicht, weil die Informationen, die der Reaper einbringen soll, wesentlich wichtiger sind. Gut, bei beiden ist die Exe auf dem Weg, bei Rotterdam kommt der Mothership Core, bei Drunken Boy kommt die Factory. Es kommen ein paar Marines, die waddeln in einen Bunker. Bunker, wir sind safe. Ansonsten ist dieses Spiel momentan sehr ruhig. Von Rotti kommt jetzt dieses Mal eine Robo. Bin gespannt, ob er wieder ähnliches Verrücktes zeigt wie im letzten Spiel. Aber das wird die Zeit zeigen. Da hat er das auch erst nach einiger Zeit gemacht, als die zweite Basis schon solide stand. Drunken Boy hat hier unten den Watchtower. Und ja, beide Makron hier hoch. Bisschen Techno auch weiter, da kommt jetzt das Starport. Wird ein relativ normales Timing für den Starport. Ob jetzt nach Banshee sieht es nicht aus, er hat kein zweites Gas genommen. Da kommt jetzt auch, da den Reaper verloren hat, kommt jetzt sogar ein Scan, um zu sehen, was Rot hier treibt. Er sieht die Robotics Facility. Weiß also, da kommen Observer, Mortals, vielleicht ein Warprism. Aber auf jeden Fall nichts Fliegendes, das aber nicht Damage macht wie ein Oracle. Genau, und da kommt jetzt ein Drop. Mit einem frühen Medivac eigentlich, ziemlich früh noch. Das wird eine Widowmine-Drop. Allerdings ist der Observer bereits da. Da kommt auch sogar noch eine Safety Cannon in die Eco-Line von der Main. Der wird schon momentan noch nicht dabei, hat auch momentan nicht das Geld dafür. Drunken Boy ist in den Worker hinten. Baut auch nicht unbedingt konstant zwei Worker gleichzeitig. Jetzt ist das Dropship da. Jetzt wird eingeladen und losgeboostet. Da geht es jetzt auf den Weg. In der Natural wird jetzt allerdings auch eine Cannon platziert. Die wird auch rechtzeitig fertig sein. Der Observer kann sich also gepflegt hier verpissen, weil die Mine wird hier nichts anrichten können, weil die Detection dafür da ist. Die Marines können vielleicht ein paar Props noch rausnehmen, vielleicht die Mine, wenn sie schnell genug eingerebt und nicht gefokust wird. Rotti steht hier mit seiner Stalker, das ist noch die einzige Stalker, die er hat. Jetzt kommt noch ein Observer dazu, also Rotti ist hier, was Army angeht, sehr greedy. Allerdings die Cannon eben hier hinten drin regelt, da ist dann jetzt vorne Overcharge-Funktion, man sieht, der hat genügend Range. Samt der Vision von der Cannon, um die Mine hier rauszunehmen, heißt, die sind nur noch Marines drin. Und Rotti weiß, dass die Marines hier da sind. Währenddessen bewegt sich eine zweite Mine an die dritte und versucht natürlich die dann zu blocken. Die wird allerdings hier vom Observer bereits gespottet. Das Medivac zieht sich jetzt hier hinten in ein Eck. Die Transition von Drunken Boy sieht jetzt so aus, er baut weiter Barracks, er baut ein drittes Command Center. Will also sich den Eco-Fort jetzt hier und da kommt ein Techlip an der am Starport. Kommt eine Banshee? Oder wird es geswitcht? Da kommt mal eine Barracks drüber, heißt es könnte geswitcht werden. Es ist momentan nichts im Bau. Hier unten kommt ein zweites Medivac. Auch beladen mit einer Widowmine und 6 Marines, also gleicher Inhalt. Jetzt kommt hier der Drop wieder. Allerdings, aber bei er will den Mothership Core snipen, lädt jetzt hier hinter dem Mothership Core aus. Und dann das Medivac ist auf dem Weg. Hier ist allerdings die Cannon, die Verteidigungskurschen, heißt die Stalker sind jetzt da. Vertreiben mal dieses Medivac. Im anderen ist die Cannon dran, allerdings kriegt die Cannon die Mine nicht regeneriert, da schießt die Mine, kriegt schon mal 5 Kills an Probes. Das Medivac hier wird allerdings geklärt und die Marines werden hier nach und nach auch rausgenommen, die nehmen jetzt noch 1, 2, 3 Probes mit. Gutes Focus-Fight hier von Drunken Boy.
Oh, noch eine sogar. Rotti muss hier aufpassen, weil er hat jetzt momentan keinen Observer. Die Widowmine lebt noch und wird definitiv rechargen. Der Observer ist jetzt hier auf dem Weg. Das wird ganz eng vom Timing her. Die schießen 3, 2, 1. Aber es ist jetzt. Okay, Widowmine wird gerade noch rechtzeitig geklärt. Hier die Marines leben noch alle. Allerdings das Medivac ist stark angeschlagen. Der Mothership Core hat auch überlebt. Die dritte ist nach wie vor geblockt. Bei Dragon Boy ist die dritte zwischendurch als Orbital. Da wohl kam ein Draymond, um die Observer zu jagen. Jetzt geht es weiter mit Marine Marauder, Medivac, Standard Bio Combo. Da kommt auch ein Engineering Bay mit dazu. Rotti macht noch keine Upgrades. Er hat zwar eine Forge, allerdings die rödelt nicht wirklich. Da ist hier schön die Mine, kriegt die Probe, die eigentlich die dritte für Rotti setzen sollte. Die Mine wird das hier vermutlich nicht überleben. Nein, er jagt nicht. Okay. Das Dropship hat es versucht. Es hat sie nur nach unten bewegt. Gut. Und die hat jetzt hier eine Transition und zwar auf Storm. Heißt, er ignoriert vorerst mal Kolosse, sondern Storm, Charge, hat er Blink. Er hat auch Blink. Die Stalker eilen jetzt hier mal los. Die dritte wird hier allerdings gerade platziert von Drunken Boy. Seine Miete steht jetzt an der vierten. Eigentlich guter Plan. Da kommt jetzt ein Warp Prison rüber mit zwei Templer. Storm ist fertig. Heißt, da ist ein Storm Drop drin. Ich kann leider nicht sehen, wie viele Nikki die Templer haben. Allerdings, die werden rechtzeitig da sein. Ah, nicht ganz, okay. Da hätte er da durchgezogen, wäre der Missile-Turret-Ring nicht fertig geworden. Jetzt ist er allerdings durch. Die Stalker hier haben mal kurz angeschaut, was so geht. Da geht nicht viel. Sieht er das? Nein, er sieht nichts. Heißt, er wird hier vermutlich reinfliegen. Das wird dann teuer mit zwei Templern drin. Das sind 300 Gas, die will man nicht verlieren. Gut, weiter geht's. Weitere Upgrades bei Drunken Boy. Da kommt auch die Armory ein bisschen früher getimed, sogar noch als die Upgrades. Aber das soll okay sein. Der wird dann definitiv schnell in 2-2 starten. Rotti hat momentan nur das einzige Ground Armor auf dem Weg. Das braucht noch ein wenig. Das Warp Prism jetzt bewegt es sich. Zieht jetzt hier die Missile Turrets und da kann es definitiv nicht mehr. Sieht, das ist sein Schild ist schon praktisch tot. Zieht jetzt hier auf das dritte. Vor allem Drunken Boy hat auch schon mitgekriegt, dass das hier da ist. Platziert sogar noch ein viertes. Rotti will hier unbedingt seine Templer starten, lehnt jetzt ja auch aus. Da kommt ein Storm auf ein paar Marines, ein Storm auf ein paar Marines. Die sterben jetzt noch nicht mal alle. Drunken Boy zieht sich jetzt zurück. Der Archon wird allerdings noch fertig werden, wird die Marines töten. Da ein Marine. Aua, ich schieße jetzt auf den Raven, okay, aber. Boah, ein Hero Marine tötet einen Archon. Kosteneffizienz hoch 10. Hero Marine. Okay, bei Rotti steht jetzt auf die dritte, er hat viel, viel weitere Gates, er ist inzwischen auf, falsches Step, 10 Gates hoch. Da kommt jetzt auch mal die Robotics Bay, heißt es werden auf lange Sicht auch Kolosse da sein. Drunken Boy hat jetzt eine solide Army, pusht jetzt rüber, hat einige Widowmines für die Jabsets mit dabei, einen Raven, um die Turrets zu legen, Auto-Turrets. Der Observer hier eiert hier flüssig rum, um Drops zu spotten. Da wird jetzt eingeladen. Und da kommt jetzt ein richtig massiver Drop in die Netschwimm. Da steht von Rotti halt gar nichts. Da stehen jetzt hinten noch Templer. Da ist zwei Storms da. Mit den Cannons, aber trotzdem müssen keine Units. Die Templer können das nicht alleine clearen. Jetzt sind hier schon die Shots von der Photon Overcharge Rebel von der Point Defense Drone abgewehrt. Da kamen jetzt nicht die besten Storms. Photon Overcharge reicht nicht. Die Salads zum Drop in der Reichen auch nicht. Die Widowmine hat hier nochmal eine Probe rausgekommen, die Widowmine wird auch nochmal gut reinschießen. Dann geht die Natural schon mal down. Drunken Boy lädt hier ein und will hier raus und kommt auch raus. Verliert hier nicht so weit. Die zweite Point Defense findet schön die Schüsse der Stalker. Währenddessen pusht Drunken Boy mit dem Rest der Arme in die andere Richtung raus und versucht in die Richtung vierte, dritte zu gehen. Gute Aktion von Drunken Boy. Man sieht es auch jetzt im Supply krass vorne. Kommt auch schon das vierte Command Center. Er hat hier einen guten Ring an Supply Depots, um eventuelle Salad Run Bys abzuwehren. So, sein zweiter Trupp marschiert jetzt in die dritte, da steht momentan auch nichts, da ist auch hinten nur ein einziger Cannon, die Stalker kommen ein bisschen spät. Lädt Drunken Boy allerdings vorsichtigshalber mal ein und fliegt weg, währenddessen die Widowmines eilen hier immer noch in der Basis rum, da kommen jetzt neue Cannons. Die wird diese hier clearen können, für die ist da die Vision da, allerdings, oh, er läuft sogar weg, ha, krass. Und da werden jetzt nochmal zwei, drei Props definitiv drin sterben. Und da! Oh, okay, aber er hat trotzdem, er hat noch gut einige Props erwischt. Im Worker-Count ist Drunken Boy einiges vorne. Hier steht sein zweiter Trupp nach wie vor. Sein anderer Medivacs geht jetzt in die Main, da kommt ein guter Feedback. Da geht das erste Medivac down. Zweiter Vier tötet das zweite Medivac beinahe. Und die Cannon mit den Salads wird das hier auf Dauer clearen können.
Man sieht hier, die Salads jagen jetzt. So, erst noch ein Dropship übrig, wenn allerdings hier eine Temple platziert sinnvoll. Da kommt, da kommt der Scan sogar noch voraus. Die Widowmines sind immer noch am Werk und töten auch das Zeug. Da kommt jetzt kommt wieder in die Main. Das sind Salads zusammen mit dem Koloss, allerdings das ist zu wenig. Währenddessen kommt der City der Gau an die dritte. Da kommt eigentlich drei gute Storms. Und die ganze Armee unten wird zerbraten, werden auch die Drops hier oben machen, aber die Damage in the Main Base und nehmen jetzt auch die Gebäude nach und nach raus. Hier der halbtote Drop haut sich hier noch einige Worker um die Ohren und geht ein weiterer Koloss, wird hier down runtergeholt von den Marauder. Jetzt kommt wieder der Loaded, er nimmt doch, den Koloss. Die Widowmines sind immer noch am Leben und läuft immer noch, aber der Drop wird jetzt auch mal gefehlt. Jedoch im Supply sieht für Rotti gar nicht so gut aus, er hat nur noch 93 Supply gegen 196. Junkman macht hier ein gutes Multitasking. Rotti stand einfach nicht immer parat. Ich höre weitere Widowmines, aber ich weiß gar nicht, wo überall. Also es sind die beiden hier, die ja schon respektive 7 und 9 Kills haben. Hier ist nochmal zwei Widowmines, auf die muss er auch aufpassen. Rottis Army ist verdammt winzig und der restliche Pulk von Junkman steht hier unten. Der ist auch jetzt wieder maxed. Sein 3-3 könnte es langsam mal andrücken. Er hat definitiv das Geld dafür, seine 4. Der ist jetzt inzwischen gesetzt und seine 5. Die wird auch jetzt zu einer PF. Rotti hat überhaupt keine Aggression momentan in diesem Spiel gezeigt. Und das macht sich bemerkbar. Der Teil hat eigentlich eine abartig gute Eco, wenn er selber einiges an Schaden genommen hat. Der Marine findet jetzt bei ihm die Goldbase. Die Widowmines werden jetzt doch mal geklärt von einer Hero Cannon. Hier stehen nur noch zwei Widowmines. Wenn ich hier rausmove, kriegt er definitiv wieder zwei Schellen ins Gesicht. Junkman hat eine mega Armee. 133 zu 64 Armee sind mehr als doppelt so viel. Er könnte einfach drüber stimmen. Außer die Storms braten wirklich alles gut. Da kommt jetzt wieder der Drop hier in die Natural. Da kommen da gute Feedbacks. Der Storm killt jetzt eigentlich mehr eigene Probes, also Feind Fairhead tötet. Photon Overcharge regelt jedoch. Tja, jetzt kommt der Go von der Main Army. 3-3 ist auf dem Weg, da kommen auch Ghosts mit dazu. Das sind allerdings ein paar Templar mit Storm. Da kommen, genau, die Widowmines. Mehrere Widowmines. Kommt jetzt ein halbwegs gutes Play. Storms sind gar nicht so gut. Kommen jetzt mehrere Panic Storms, sind das schon. Aber die Marauder nehmen gar nicht so viel Damage, das sind Medivacs da zum Heilen. Das ist schon Stim und da geht es jetzt dann drauf auf die Protoss-Einheit. Die Protoss-Einheit schmelzt direkt weg gegen das Stim-Bio. Drüben die Silence können das abwehren. Die Silence nicht, die drüben sind jetzt einige Storm geschoben und noch ein paar Archons. Glossy hinten drin in der 2-3 jedoch regeln das vorerst mit den Silence jetzt hinten dran. Muss er einladen und wegfliegen. Und die macht schon mal einen vorsichtshalber Warp in von einem Stalker, der kann das Ganze nicht erklären. Glossy steht jetzt hier mitten drin in der Bio, das ist gar nicht so sinnvoll. Sieht mir schon, da geht auch der erste Cross direkt down, das Mord ist Stimmen vorwärts, wollen das nächste auch noch gehen, allerdings ist keine Bayern übrig. Die Stalker kümmert sich ein bisschen um die Medivacs, währenddessen ist hier immer noch ein Minenfeld platziert. Rotti ist nach wie vor auf 3 Base, der Terraner ist auf 5 Base, hat eine krass gute Eco, beides ist das gleiche Eco, aber da fehlen Mules. Da kommt ein wenn man vom Teufel spricht. Aber er hat halt auch wesentlich mehr Langzeitperspektive, was die Eco angeht, Drunken Boy. Er hat aber nicht viel Gas. Er hat 1100 Gas einkommen. Das sind 3, 4 Base Gasgeissiere, 5 Base Gasgeissiere. Das so viel braucht ein Zerg im Normalfall, aber doch kein Terran. Baut jetzt massiv Vikings, baut viele Marauder, hat einige Ghosts, 3-3 setzt dann durch. Rotti klärt jetzt mal die Mine an der vierten nach gefühlten 15 Minuten. Wie der Sound momentan ist, weiß ich auch nicht. Ich habe ein neues Mikro, wie sich das im Detail anhört. Bin ich gespannt, werde ich dann beim Schneiden. So, die Bio-Army marschiert jetzt wieder raus, die ist aber nicht fett. Noch fetter als vorher, vor allem jetzt noch Ghosts mit dabei, um gegen die Templer anzukommen. Und ja, ein paar Vikings, die sind noch ein bisschen wenig Vikings für die drei Kolosse. Aber er kann trotzdem, die vierte kann ich hier definitiv einfach mal draufstimmen und canceln, bis sie sogar töten, wenn Rotti nicht schnell gut reagiert. Da kommt der Stim, da kommt auch direkt instant der Cancel, Pile wird rausgenommen, da wird auch nochmal Gasgas gecancelt. Der zweite wird auch rausgenommen. Jetzt platziert sich Drunken, weil pusht Rotti nach und nach in seine dritte Base. Der will natürlich als Verteidiger gut dran stehen. Da kommt jetzt ein Snipe. Oh, und da kommt die Ghost allerdings viel zu weit vor. Die Ghosts werden rauskommen von den Kolossen. Jetzt kommt jetzt der Mutbefehl in die Army von Drunken Boy. Da kommt jetzt ein halbwegs gutes Storm. Die Tempels sind jetzt alle dank einer EMP außerhalb von Energie. Gott, dann hat nicht genügt. Schreibt GG. Und damit wird Drunken Boy dieses Spiel, nachdem er das vorige gegen Rotti verloren hat. Kommt nochmal der Stim hinterher, er spielt wahrscheinlich gerne noch hinterher in Ladder Games. Wollte unbedingt noch den Nexus tot klatschen. Hat auch gutes Makro-Wert, man sieht hier seine Minerals nur auf 350, er produziert 10 Marauder und 5 Marines nach.
Drakenball, also im Makro-Game ist Drakenball doch stärker als Rotti, würde ich sagen, weil Rotti nicht gerade seine fancy Strategy auspackt. Damit steht es praktisch 1-1, allerdings gibt es momentan kein Follow-up-Replay von den beiden. Was als nächstes Replay drankommt am Sonntag, da lasst euch einfach überraschen. Bleibt mir fürs Zusehen, hoffe ich sehe euch dann beim nächsten Replay. Macht's gut und ciao.